In der Stadtgemeinde Rohrbach-Berg wird ein neues Kapitel in der Geschichte der Sparkasse Mühlviertel West aufgeschlagen. Nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten präsentiert die größte eigenständige Bank im westlichen Mühlviertel ihr neues Haupthaus, die ihre 155-jährige Tradition mit Innovation verbindet. Die Filiale der Sparkasse Mühlviertel West am Hauptsitz der Bank in Rohrbach-Berg erstrahlt im neuen Glanz und beheimatet nun zusätzlich Teile des Private Bankings sowie der S-Real Immobilien. Es ist sozusagen das Finanzzentrum der Bank und eines war laut dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Christian Thering beim Umbau von Anfang an klar. Die Bedürfnisse der insgesamt rund 38.000 Kunden müssen im Vordergrund stehen. Die letzte großflächige Modernisierung war vor über 20 Jahren und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir unsere Kunden in einer Atmosphäre empfangen können, die modernste Technik und Ausstattung mit persönlicher Beratung verbindet. Und auf diese persönliche Beratung wird die Sparkasse Mühlviertel West auch in Zukunft setzen und sieht die Bank der Zukunft als persönlich und digital. Denn die Online-Dimension wird die bisherigen Strukturen nicht ersetzen, sondern perfekt ergänzen. Ja, wer möchte, kann natürlich mit unserer digitalen Plattform George die alltäglichen Bankgeschäfte erledigen. Aber wenn es gerade um Lebensentscheidungen geht, Hausbau, Wohnungskauf, Veranlagung oder Vorsorge, dann steht natürlich die persönliche Beratung im Mittelpunkt. Und so haben wir hier in Rohrbach unsere neue Filiale gebaut und modernisiert, dass genau diese beiden Aspekte, persönliche Beratung und digitale Services, hier perfekt zusammenfließen. Die modernisierte Filiale steht im Einklang mit dem Anspruch der Sparkasse Mühlviertel West. Starkes Service durch modernstes Banking, sowohl online als auch offline anzubieten. Umgesetzt mit einem durchdachten Konzept, welches die Verbundenheit zur Stadt Rohrbach-Berg durch Fotos lokaler Wahrzeichen widerspiegelt, bieten die neuen Räumlichkeiten ein außergewöhnliches Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter. Von einem Servicepoint für schnelle Auskünfte, einer separaten Kasse für größtmögliche Diskretion bis hin zu modernen Beratungszimmern und Teambüros für einen guten Austausch zwischen jungen und erfahrenen Mitarbeitern wurde an jedes Detail gedacht. Die moderne Holzoptik, die grüne Bepflanzung, die hellen Räume schaffen ein ideales Arbeits- und Besprechungsklima. In Kombination mit modernster Technik sind wir davon überzeugt, unseren Kundinnen und Kunden ein ideales Besprechungsumfeld bieten zu können, die Kundenzufriedenheit insgesamt zu erhöhen und unseren Kunden bei ihrer finanziellen Gesundheit helfen zu können. Gleichzeitig zeigt sich die Sparkasse Mühlviertel West ihren rund 140 Mitarbeitern als verantwortungsvoller Arbeitgeber. Mit der Investition in den Standort sichert und schafft sie wertvolle Arbeitsplätze. Außerdem wurden durch die Umbauarbeiten lokale Unternehmen unterstützt. Die Bank investierte gut eine Dreiviertelmillion Euro für die Ausstattung und Sanierung der neuen Filiale. Ein Herzstück der Renovierung ist das Engagement für Nachhaltigkeit. Wir haben heimische Betriebe beauftragt, wir haben uns Nahwärmenetz angeschlossen. Das sind nur beispielhafte Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um unserer ökologischen Verantwortung nachzukommen. Insgesamt sind in der heißen Bauphase von Herbst 2023 bis Ende April 2024 ca. 30 heimische Betriebe im Einsatz gewesen. Expertinnen bestätigen uns, dass unsere Investition eine Wertschöpfung in der Region für die heimische Wirtschaft von über 1 Million ausgelöst haben. Mit dem Erfolg des realisierten Projektes in Rohrbach-Berg werden ähnliche Umbauten in anderen Filialen angestrebt, um das moderne Bankerlebnis flächendeckend anzubieten. Die heutige Eröffnung ist nur der Beginn einer Reihe von Modernisierungen, die geplant sind, um alle Standorte im neuen Filialkonzept weiterzuentwickeln und das starke Service für ihre Kunden vor Ort weiter auszubauen.
von dieser Filiale. Was sagst du dazu? Also ich bin ganz begeistert. Das ist sehr harmonisch, das Ganze kommt mir vor. Mit dem Holz, das gefällt mir gut. Und auch die Form und das Licht. Also sehr natürlichen, guten Eindruck hat es. Kunde der ersten Stunde, kann man sagen, oder? Warum eigentlich? Was ist da der Beweggrund dazu? Ja, doch. Meine Eltern haben schon immer investiert mit der Sparkasse. Also sie haben uns durch unser ganzes Geschäftsleben begleitet. Und auch mich mit meiner Firma schon jahrelang. Und wir sind jetzt sehr zufrieden und eigentlich immer sehr gute Kontakte. Also sie kommen zu mir Mittagessen. Es ist ein gegenseitiges, gutes Zusammenarbeiten. Was gefällt Ihnen ganz besonders an der neuen Filiale? Ja, ganz besonders gefällt mir der offene Willkommensbereich da mit dem Infopoint, wo man im Prinzip kleiner kommt und das Gefühl hat, okay, das ist alles offenherzig, man wird willkommen empfangen. Und ich glaube, das ist eigentlich gleich mal der große Catcher von der Sparkasse. Im Prinzip bin ich Kunde von der SMW, weil einfach die ganzen Angestellten sehr gut kenne, bis selber Ruhewoche. Ich kenne alle privat und dann ist von Haus aus das Vertrauen da. Ich kann mich jederzeit bei ihnen melden und sie sind jederzeit für mich da. Und das ist gerade als Unternehmer ganz, ganz wichtig. Rund 200 geladene Gäste sind der Einladung zur exklusiven Eröffnung gefolgt, machten sich ein persönliches Bild vom Umbau und verbrachten einen stimmungsvollen Abend samt Verpflegung und Live-Musik. Für die Stadtgemeinde Rohrbach-Berg war dieser Umbau auch ein Anstoß für die Neugestaltung des Hauptplatzes. Es ist ein gemeinsames Projekt, wie so viele Projekte in Rohrbach-Berg. Sparkasse und Gemeinde ziehen dort immer an einem Strang. Wir haben dort, glaube ich, eine tolle Lösung für unseren Stadtplatz geschaffen. Der erste Schritt sozusagen für die Umgestaltung des Stadtplatzes. Und es ist, glaube ich, eine ganz herzeigbare Begegnungszone geworden. Und was in unserer Stadt trotzdem immer extrem wichtiges Thema ist, es sind keine Parkplätze verloren gegangen, aber wir haben an Qualität gewonnen. Zum Abschluss haben wir nochmal den Vorstandsvorsitzenden Dr. Christian Terring gefragt, wie die Eröffnungsfeierlichkeit läuft und wie diese bei den Kunden ankommt. Ja, die Stimmung am Abend ist einfach hervorragend und es ist extrem schön zu sehen, wie die neue Filiale bei unseren Kunden gut ankommt. Ja, und ich möchte mich auch bedanken bei all unseren Kundinnen und Kunden für das Vertrauen in die Sparkasse Mühlviertel West und wir freuen uns schon auf ganz viele Beratungsgespräche zur persönlichen finanziellen Gesundheit, ganz im Sinne von starkes Service, starke Bank. Ein gelungener Auftakt für die Bank der Zukunft im Mühlviertel, bei dem die Sparkasse Mühlviertel West auf starkes Service durch modernstes Banking sowohl persönlich als auch digital setzt. Schauen auch Sie vorbei und machen Sie sich am Standort Rohrbach-Berg selbst ein Bild vom modernsten Banking im westlichen Mühlviertel.